Naja, das optische Erscheinungsbild meines Gesichts natürlich. Der Haaransatz war schon sehr weit hinten und deswegen bin ich dann auch darauf gekommen, mir eine Haarverpflanzung machen zu lassen. Ja, und das Ergebnis spricht für sich, ich bin sehr zufrieden. Die Beratung war sehr freundlich, sehr kompetent. Man ist auch auf meine Fragen sehr gut eingegangen und ich habe mich eigentlich sehr gut umsorgt gefühlt. Das war relativ kurzfristig dann, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich machen. Die Informationen, die ich haben wollte, habe ich bekommen und somit war das dann für mich ganz klar. Ich muss sagen, von erstaunt bis sehr positiv. Also es waren manche darunter, die gesagt haben, oh, du hast das machen lassen, aha, ja warum? Andere haben gesagt, finden wir toll, gut, dass du das gemacht hast. Und ich habe auch, muss ich sagen, nicht damit hinterm Berg gehalten. Also ich bin sehr offen damit umgegangen. Ich habe das im Freundeskreis erzählt, auch im Bekanntenkreis, auch meiner Friseurin, der das dann aufgefallen ist. Und ich habe dann eben einfach ganz locker darauf losgeplaudert, weil es für mich da nichts zu verstecken gibt. Es soll sich einmal einfach informieren und das einfach trauen. Es ist nichts, was man verbergen müsste oder verstecken müsste. Ich denke, jeder von uns, jeder Mensch schaut auf sein Äußeres und so gesehen, denke ich mir, ist das auch ein Schritt, ein weiterer oder ein anderer Schritt auch.